Ja, Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, lieber Herr Regierender Bürgermeister Michael Müller, verehrte Mitglieder des Berliner Senats, verehrte liebe Künstlerinnen und Künstler, vor allem verehrte Mitglieder der Jury, liebe Mariette Rissenbeek, lieber Carlo Schatrian, lieber Samuel Finzi, verehrte Gäste aus dem In- und Ausland, seien Sie alle sehr herzlich hier willkommen. Unsere Gedanken sind heute, wir haben das gerade mit einer Schweigeminute kundgetan, einen Tag nach dem erschütternden, offensichtlich ja rassistisch motivierten Gewaltexzess in Hanau bei den ermordeten Menschen und ihren Familien. Und doch hat die Berlinale, meine ich, es ehrlich verdient, dass wir heute ihr 70. Jubiläum gebührend begehen. Stellen wir uns also doch einfach einmal vor, die Berlinale, das Festival selbst, wäre eine Filmdiva. Wie würde sie ihren 70. Geburtstag heute feiern? Wäre ihr überhaupt nach einer glanzvollen Gala zumute, nachdem kürzlich bekannt wurde, dass ihr langjähriger Weggefährte, der Gründungsdirektor Alfred Bauer, womöglich tief in die totalitäre Kulturpolitik der Nationalsozialisten verstrickt war? Wäre die Berlinale eine Filmdiva, sie könnte über diese Nachricht jedenfalls nicht einfach hinweglächeln. Sie, die ihr ganzes Leben lang für Freiheit, für künstlerische Vielfalt, für Weltoffenheit eingetreten ist. Und genau deshalb, wegen der Weltoffenheit aber, meine Damen und Herren, verdient die Berlinale hier und heute zu ihrem 70. Geburtstag dann doch einen glanzvollen Auftritt. Deutschland, dass sich Demokratie und moralische Integrität nach 1945 so mühsam wieder erarbeiten musste, hat die Freiheit der Kunst aus sehr gutem Grund in einen noblen Verfassungsrang erhoben. Aus der Überzeugung heraus, dass Künstlerinnen und Künstler die Demokratie vor gefährlicher Lethargie bewahren. Mit ihrer Fähigkeit zu berühren und zu beirritieren, mit ihrer Fähigkeit auch Verborgenes sichtbar zu machen. Und die Berlinale war es, die diesen Kräften freier Filmkunst von Anfang an ein, ja, riesiges Publikum bescherte. Und was der Theaterkritiker Alfred Polger in den 1930er Jahren über die echte Berliner Filmdiva Marlene Dietrich schrieb, gilt auch für die Berlinale. Sie erregte das Entzücken der vielen, die sich den sinnlichen Wundern des Films ohne geistigen Vorbehalt ergeben. Und das Entzücken der wenigen, die auch ins Kino ihren künstlerischen Anspruch mitbringen. So ist es bis heute. Die Berlinale kriegt sie alle. Auf den Trümmern einer menschenverachtenden Diktatur gegründet, im Schatten der Berliner Mauer gewachsen, und nach Ende des Kalten Krieges im Triumph der Freiheit über die Unfreiheit gereift, so strahlt sie als Fenster der freien Welt bis heute in die Welt hinaus und in Berlin in die Kieze hinein mit bewegenden Bildern und berührenden Geschichten. 340 Filme aus 71 Produktionsländern stehen in diesem Jubiläumsjahr auf dem Programm. Viele davon lassen unsere Gegenwart anders aussehen, als wir sie zu kennen glauben. Uns Fremdes vertraut machen, uns mitfühlen lassen mit Menschen, mit denen uns auf den ersten Blick scheinbar wenig verbindet. Verständnis wecken über alle Grenzen und Gräben hinweg, das kann großes Kino und dafür steht die Berlinale. Das Schaufenster der freien Welt. Aus der Zeit des Kalten Krieges ist damit auch so etwas wie das Schaufenster der einen Welt. Wir sehen darin, dass uns alle über Gräben und Grenzen hinweg viel mehr verbindet, als uns trennt. Und wir nehmen Anteil an den Schicksalen hinter Krisen und Konflikten, die täglich als Schlagzeilen an uns vorbeirauschen. Feiern wir die Berlinale deshalb zum 70. Jubiläum auch als vielstimmige Demonstration gegen Abschottung und Ausgrenzung, gerade auch angesichts dieses entsetzlichen, offenbar fremdenfeindlich motivierten Verbrechens. Dass die Berlinale diesen
ihren Werten auch mit 70 und darüber hinaus treu bleiben kann. Dafür hat die neue Leitung mit viel Gespür und Enthusiasmus gesorgt. So dürfen wir uns auf ein künstlerisch vielseitiges Programm freuen, das dem Ruf der Berlinale als ein dezidiert politisches Filmfestival alle Ehre macht. Dafür danke ich Ihnen, liebe Mariette Rissenbeek, lieber Carlo Chatrian, ausdrücklich. Danken will ich Ihnen aber auch dafür, dass Sie die notwendigen Konsequenzen aus den neuen Erkenntnissen über Alfred Brauer gezogen und die gründliche Aufarbeitung seiner NS-Vergangenheit auf den Weg gebracht haben. Wie wichtig Aufklärung ist und wie beklemmend aktuell die Lehren aus der Vergangenheit sind, das, meine Damen und Herren, liegt angesichts rechtsextremistischen Terrors in Deutschland ja offensichtlich auf der Hand. Nie wieder, so hieß es, nie wieder sollten Menschen wegen ihrer Religion, ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe in Deutschland um ihr Leben fürchten müssen. Und lieber Samuel, das haben viele in der Politik dann doch verstanden, die Wirklichkeit, wir haben es ja vor wenigen Stunden wieder bitter erleben müssen, die Wirklichkeit sieht anders aus. Nicht zuletzt, weil neue politische Kräfte nationalsozialistische Verbrechen relativieren und mit Hetzparolen Ressentiments schüren. Niemals darf es eine wie auch immer geartete politische Zusammenarbeit mit diesen rassistischen und völkischen Kräften geben. Nirgendwo. Danke Ihnen. Das war im Übrigen genau das, auch die Haltung jener echten Berliner Filmdiva, die Deutschland nach der Machtergreifung Hitlers verließ und später die Einbürgerung in den USA beantragte. Sie sagte, es ist kein leichter Entschluss, sagte Marlene Dietrich einmal, seine Nationalität zu wechseln. Selbst dann nicht, wenn man die Ansichten und Methoden, die das Geburtsland plötzlich gutheißt, verachtet. Marlene Dietrich fasste diesen Entschluss trotzdem. Sie widerstand den Avancen der Nazis. Man versprach ihr hohe Gagen und eine glänzende Karriere, wenn sie nur noch deutsche Filme drehte. Sie ließ sich auf keine Zusammenarbeit ein. Im Krieg sang sie für die GIs und musste sich später in ihrem Geburtsland dafür bespucken lassen. Heute bewundern wir Sie für diese Ihre konsequente Abgrenzung gegen totalitäres Denken. Das ist eine Geschichte übrigens, die auch Filmstoff wurde. Und vielleicht braucht es manchmal genau solche Geschichten wie diese, um eine klare Haltung zu finden und das Richtige zu tun. Kunst jedenfalls, gerade die Filmkunst, eine der sinnlichsten unter den Künsten, wirkt ja auch dort, wo manche Argumente kein Gehör mehr finden. Ihre Freiheit zu schützen, heißt die Demokratie zu schützen. Und in diesem Sinne möchte ich nur sagen, auf die Berlinale, auf eine erfolgreiche 70. Jubiläumsausgabe. Vielen Dank. Monika Grütters.